Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Wieder mal da. Hallo miteinander, der Feige war wieder mal da und hat wieder ein paar schöne Sachen mitgebracht zum Schlachten und zum Durchgucken und so. Mal gucken, was das alles ist. Und das ist schon einiges. Wie beim Treffen habt ihr vielleicht gesehen, haben wir PC-Netzteile geschlachtet. Hier noch einen Staubsauger mitgebracht. Hier sind nochmal PC-Netzteile. Hier ist ein Kasten Spezi, wo ein paar Flaschen fehlen. Und ja, keine Ahnung, alles. Hier, Atze, das könnte dein neuer Fernseher werden. Klimaanlage und ja, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch ein schönes, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ja, Frequenzgenerator, ein alter halt, ne? Und Labornetz, da ist ein Einbaugerät. Nochmal eine Klima, die habe ich schon repariert, die geht wieder. Ich muss das Ding hier wieder frisch ranmachen. Und ja, hier haben wir auch noch eine Kiste mit Haufen Krempel. Das ist ein bisschen schlechtes Licht hier in der Ecke. Und wir gehen mal zum Haupthaufen. Das ist er noch nicht, hier ist noch ein kleiner Zwischenhaufen. Die Jungs, die waren ja da zu Besuch und Feige hat wieder ein bisschen was mitgebracht und das ist noch von der vorhergehenden Lieferung, ne? Und ja, der richtige Haufen ist, ja. Kommt jetzt ein bisschen schlecht rüber, aber das sind, keine Ahnung, ein Quadratmeter. Ja, Sachen, alles mögliche, ne? Das muss ich jetzt halt mal durchgucken, keine Ahnung, was das hier zum Beispiel. Ein Casio-Taschenrechner, irgendwelche Kabel und etc. Ich überlege jetzt halt gerade, ob ich euch so ein bisschen mal dran teilhaben lasse, was ich jetzt mit dem Krempel mache. Vielleicht habt ihr da ja Interesse, ne? Hier sind ein Haufen Kisten, mit eine Kiste voll mit Routern. Die testen wir, wenn der Falco, der will mich nächste Woche nochmal besuchen kommen. Da testen wir die ganzen Router durch, das wollen wir zusammen machen. Alle PC-Netzteile habe ich getestet, also haben wir durchgetestet, hat der Kai getestet. 250 Stück ungefähr. Und ja, jetzt muss der Haufen hier noch abgearbeitet werden. So, ich bin mit den Jungs hier im Discord, ihr hört es im Hintergrund. Und wir packen jetzt mal ein bisschen aus, beziehungsweise gucken mal grob drüber. So, ich habe die Jungs mal ein bisschen leiser gemacht, war wahrscheinlich ein bisschen zu laut, ja. Gucken wir mal rein. Viele sind auf jeden Fall Kabel. Ihr seht es hier auch neue Kabel oder so. Da habe ich mittlerweile schon, ja, ich sag jetzt mal Fächer, wo ich das aufbewahre. Und ja, das lege ich mir jetzt gleich mal beiseite auf den Kabelhaufen, sage ich mal grob. Und den Kabelhaufen, beziehungsweise ich werde mir eine Kiste machen. Und den Kabelhaufen, das, die Kabel prüfe ich alle, bevor die ins Lager kommen. Und dann werden die eben eingelagert, sage ich mal. Hier haben wir zum Beispiel Kfz-Starthilfe-Kabel, was kaputt ist, zerbrochen. Aber wir können das Kabel noch verwenden. Das ist ein schönes, dickes Kabel. Kommt auch auf den Kabelhaufen, weil ich hier ja noch die Klemmen... Ja, die andere Seite ist auch abgebrochen. Ne? Schönes Kupferkabel. Ich weiß nicht, was das ist. Was wird denn das sein? Steht's drauf? Nee. Keine Ahnung, 4 Quadrat, 6 Quadrat, irgendwas. Schätzungsweise. Na, egal. Ne, dann mache ich mir die Klemmen ab und da haben wir ein schönes Kabel. Oh nein! Hier sind nur noch die Klemmen. Da mache ich das Kupfer noch raus. Ne? Wird alles geschlachtet. Hier haben wir ja noch ein PC-Netzteil. Oh nein! Keine, da haben wir jetzt eins mehr, was noch getestet werden muss. Müsste noch mal kommen. Ja, PC-Netzteile habt ihr ja schon mitgekriegt. Die tun wir immer entweder so verkloppen wieder oder für EMF-Basteleien benutzen. Die kommen, mach du schon auf den Haufen, wenn jetzt noch welche drin sind. Die werden dann mit Netzteiltester und so weiter getestet. Ach, guck mal, hier sind die Taschenrechner. Braucht einer einen Taschenrechner? Casio? Das sind aber schon ganz schöne Geräte hier, oder? Da sogar mit USB. TI89 Titanium. Das sind einige Taschen drin, die muss ich halt mal gucken, ob die noch gehen. Die Akkus wechseln oder so. Casio. Aha.
Gut, das kommt auf dem Testhaufen mit. Also ich habe jetzt so ein bisschen, ist ein bisschen eng alles. Was haben wir hier? Oh, ein Regelstein. Ein riesen fettes Putti. Das ist natürlich geil. Die kosten auch richtig Schlack, die Dinger. Das kommt in meine Bastelecke. Sogar mal mir mit Lehrdings. Da habe ich ja sogar die Anschlüsse und so. Da kann man irgendwelche Lehrbuchschaltungen basteln. Funktioniert das, denke ich mal, wird so. Beziehungsweise werden wir das wahrscheinlich abschrauben. Und das hier. Nur mal gucken. Ich lasse es jetzt erstmal so. Das kommt in meine Raumfahrtkapitän-Ecke. Ich habe mal noch die, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, die Konsole. Wo habe ich denn die jetzt hin? Ja, Mann. Ach, hier, die ist noch hier. Die Raumfahrtkonsole. Du das Ding mal hin. Vielleicht, mal gucken, irgendwie wird das was ergeben. Hier haben wir noch einen Taschenrechner. Ich gleich mit hier hin und dann hätten wir schon die erste Kiste leer. Hier haben wir nochmal Kaltgerätestecker. Brauchen wir natürlich dann auch zum Netzteil prüfen, beziehungsweise die brauchen wir natürlich öfters mal. Und was denn das hier? Hier haben wir irgendwie noch eine Fernbedienung für irgendwas und eine Steckdose. Mal gucken, das muss ich mir jetzt halt zur Seite legen. Es kann manchmal sein, dass in einer anderen Kiste dann das passende da dazu noch kommt. Ja, die Steckdose. Ich glaube, die schicke ich einen Achim mit. Der hatte da Interesse an solchen Sachen. Das machen wir. Und dann haben wir noch ein Telefonkabel von an und dazu mal. Ne? Mit Adapter etc. Weiß ich nicht, ob sowas überhaupt noch gebraucht wird heutzutage. Ich glaube es fast nicht, oder? Was sagt denn ihr? Das würde ich jetzt mal, weiß ich nicht, Telefunken, oder als Kabelschrott, ich einfach die Kabel nehmen. Ich glaube, das, weiß nicht, gibt es da heute noch eine Verwendung für? Haut es mal in die Kommentare. Wird er noch dabei sein? Ja, haben wir die erste Kiste schon leer. Und die kann ich jetzt nehmen, um zum Beispiel die Kabelschichte da reinzuhauen. Ne, und nach dem Video kann ich dann die Kabel, muss ich halt abzwicken und blablabla. So, was haben wir noch? Oh, hier wird schon ein bisschen technischer. Was das? HDMI Videorekorder. Game Capture Card. Ja, mal. Eine Capture Card. Okay. Scheint auch noch. Scheint alles dabei zu sein. Wir gucken mal. USB, Micro SD. Mit Fernbedienung sogar. HDMI Out. Okay. CD und so ist auch alles dabei. Okay, das ist wahrscheinlich zum Stream. Also falls ihr hier Interesse habt an sowas, was sind das hier? 1920x1080. Das würde auf jeden Fall reichen zum Stream, sag ich mal. Ah, Software enthalten. Input-Auflösung bis 4K, blablabla. Ja, im Originalkarton. Also falls jemand sowas braucht, schreibt mich einfach mal an. Und dann können wir darüber reden. Gut, ich müsste halt mal testen, ob es noch geht. Die kommt mit auf den Teststapel jetzt erstmal hier rüber. Dann haben wir eine LED USB-C LED-Band. Na, das muss ich natürlich auch prüfen, ob es noch geht. Aber ich habe natürlich keine USB-C Stecker. Als Entnahme. Zum Laden schon, aber dann muss ich mal gucken. Muss ich aber erstmal auch natürlich prüfen, ob die noch geht. Was haben wir hier? Rechargeable Lithium-Ionen-Batterie. Die bringt der Falco immer mit, die Pakete habt ihr vielleicht schon gesehen. Blende ich aber jetzt nicht ein vom F-Lose. Da habe ich mal eine kleine Kiste geschickt mit, was weiß ich hier, so eine Kiste voll mit alten Lithium-Ionen-Akkus, die wir eben schlachten, gucken, ob die noch gut sind und dann eben benutzen. Da habe ich auch eine Kiste da. Falls ihr gebrauchte Lithium-Ionen-Akkus haben wollt, haben wir immer genügend auf Lager. Die kommt zum Schlachten, tue ich jetzt mal schlachten und so tue ich alles bei Kabel mit rein. So, was haben wir hier? Ist nochmal so ein Telefonkabel. Da weiß ich echt nicht, was ich damit machen soll. Und hier haben wir dann ein Headset. Okay. Das müsste natürlich auch erstmal geprüft werden, aber das sieht noch ganz gut aus. Was ist denn das für eine Kabellage hier? Knoten drinne.
Oh je, was ist denn das? Also PC-Headset. Das sieht eigentlich noch gut aus. Also die Beige sind auch in Ordnung. Gut, ist halt ein Kabel, aber brauchst halt keinen Akku, ne? Kabel ist so lang genug. Gut, das muss ich natürlich auch testen, ob es geht. Aber wenn jemand gar kein Headset hat oder so, meldet euch mal hier. Das können wir NBN-technisch, naja, günstig weitergeben, sage ich mal. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Steckernetzteil-Charger. Steht leider nicht dran, für was. Könnte aber jetzt für dieses Radio sein. Nee, da ist das Kabel. Guckt, Jungs und Mädels, da wird das weiße Kabel hier wird zu dem Gerät gehören. Und so wie das aussieht, das ist zwar ein bisschen, müsste mal sauber gemacht werden, aber so sieht es noch gut aus. Ne? Kleines Ideenwelt, ein kleines Radio. Kommt natürlich auch in die Testabteilung. Und das heißt, wir machen den Karton jetzt gleich Testabteilung. Das haue ich bei Kabel mit rein, weil ich die Kabel prüfe. Und die Dinger tue ich jetzt mittlerweile prüfen, ob die gehen, bevor ich die einlager. Ne? Weil da kommt vielleicht auch noch ein Video, wo ich vom Falco 10 solche Dinger habe und die einfach nicht mehr gehen. Ne? Und da will ich mal gucken, ob ich die wieder hinkriege. Da können wir uns nämlich einiges ersparen, sage ich jetzt mal. So, ne, da habe ich schon die zweite Kiste sortiert. Die hole ich jetzt mal unter euch. Und wir gucken die nächste Kiste. Sind noch ein paar mehr, ne? Ihr seht schon. Was haben wir hier? Medisana. Das bestimmt wieder hier Blutdruckscheiß, ne? Also die Dinger hier, die findet der Falco auch ab und zu mal. Regelmäßig. Und die meisten funktionieren auch. Gut, hier fehlt jetzt das Ding für den Arm und so. Ja, wer sowas braucht oder so, sagt Bescheid. Haben wir 2-3 Geräte auf jeden Fall auf Lager. Aber die muss ich natürlich auch mal gucken, mal prüfen. Kommt auch in die Prüfecke. Ja, hier haben wir USB-Verlängerung. Das ist natürlich auch mal gut. Aktive Kabel. Ne? Einfach ist aber USB 1 bzw. 2.0. Haue ich auch in die Kabelkiste rein. Ihr seht jetzt schon, hier werden jetzt einige Kabel hier, Laptop-Netzteile und so. Da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Auch die ganzen Steckernetzteile, die lasse ich jetzt hier gleich drin. Weil das ja dann. Die muss ich alle überprüfen und etc. Die brauchen wir jetzt nicht einzeln zeigen. Hier haben wir nochmal, was ist denn das? 3,5 Ampere mit 13,8 Volt. Ne? So ein Netzteil oder Ladegerät, aber ist ziemlich leicht, also für 3 Ampere. Hm. Ne? Wird dann schon geprüft, ob das noch geht. Hier den Anschluss mache ich ab. Das sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Ne? Vielleicht mal noch ein bisschen sauber machen, wenn es noch geht. Kann man das natürlich noch verwenden. Wie gesagt, sind nur hier solche 12 Volt Stecker sind auch immer dabei, habe ich stellenweise schon. Was haben wir hier noch? Batterie Driver. Gel Batterie Lead Acid. Okay. Das ist anscheinend, das ist ja lustig. Ist das so ein für Gel Batterie ein Ladegerät oder was? Das ist ja gut. Output 12 Volt, 1 Ampere. Ach du Scheiße, so ein riesen Ding, 1 Ampere nur. Da sind unsere REMs wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Das Ding kann ich euch ja gleich mal zeigen. Also Kabel runter, das kommt hier mit rein. Ich habe hier einige von solchen Ladegeräten, sage ich jetzt mal, die bisschen, ja ich sage jetzt mal, solche Automatik-Ladegeräte vom Falco. Immer hier von Eufuba. Dann, weiß ich nicht von was das ist. Diamond Car, dann habe ich noch das C-Tech, das kennt ihr ja schon. Und da habe ich mir überlegt, man könnte noch mal zeigen, ich habe die alle getestet. Ja, die sind alle Schrott, ne? Das ist alles absoluter Dünnschiss. Es funktioniert, ja, aber geht tausendmal besser. Ne? Und ja, habe ich jetzt hier noch eins und da könnte ich wahrscheinlich mal ein schönes Vergleichsvideo machen, wenn ich dazu komme. Ja, was ist das jetzt? Ist das ein Lüfter oder was? Von Pearl irgendein Lüfter. Ja. Sogar, das ist geil hier. Selbst wenn der kaputt ist, das ist schön hier sowas.
Kabelschalter ist auf jeden Fall gut. Kommt auf jeden Fall in die Prüfecke, um zu gucken, ob er noch geht. Hier haben wir noch eine Logitech Maus. Ist der Empfänger mit drin? Nee. Dann muss es ja Bluetooth sein, weil ohne den passenden Empfänger bringt mir das nicht. Aber ich hatte euch ja gesagt, manchmal ist das in einem anderen, im nächsten Karton dann vielleicht irgendwo der kleine Empfänger. Du schierst die Hand, die mir dazu, die wir weggelegt haben. Und ich habe schon was gefunden. Das ist ein Ventilator. Das sind die Rotorblätter hier. Okay. Müssen wir zusammen hin tun. Muss auf jeden Fall probieren, wenn noch geht, dann geht er noch nicht. Dann haben wir hier, was weiß ich, USB-Hub. Das haben wir, ist natürlich immer mal eins mit dabei vom Felge. Hier haben wir Festplattenanschluss bzw. PC-Anschlusskabel. Die kommen gleich hier auf meine Couch, weil da habe ich einen extra Karton. Das hat mit den Kabeln jetzt erstmal nichts zu tun. So, hier hatten wir noch ein Akkuschrauber-Ladegerät. Ein Bosch bis 14.4. Ja, muss ich auch mal testen, ob es noch angeht, ob es noch funktioniert. Da haben wir auch einige Versionen, also als Bosch-Ladegeräte, alles Mögliche haben wir da. Da, was ist hier noch eine Giftflasche? Handdesinfektion. Die ist ja schon harte oder was? Mal gucken, die kann ich noch zum sauber machen. Wirksamkeit, Empfehlung, bla bla bla. Kann ich als Reinigungsmittel benutzen? Ah, noch eine. Guck mal. Kann ich als Reinigungsmittel benutzen, ne? Zum Beispiel, um die Sachen eben sauber zu machen. Oder wie sowas hier. Eine schöne Verlängerungsdose, aber ein bisschen verkeimt. Ne? Die mache ich mir sauber mit dem Desinfektionszeug. Und fertig ist der Lack. Weiter ist es doch. Hier ist noch ein Handy oder irgendwas. Ein Induktionslader. Aha. Okay, Induktionsladestation, müssen wir natürlich auch testen. Was haben wir hier noch? Logitech, irgendein Adapter von Headset auf USB anscheinend. Ja gut, das war jetzt, gut, das tue ich immer auf den Haufen, wo ich nicht, vielleicht ist noch in einem anderen Paket was drin, wo der dann reingehört. Hier ist noch was extra eingepackt. Oh, eine Samsung 14 Megapixel Kamera. Aber schon gut gebraucht. Die packen wir hier mal wieder ein, das Linsen jetzt verpackt. Und die teste ich natürlich. Hier haben wir zum Beispiel noch Silvercrest USB. Ein Ladegerät für irgendein Gerät und man kann eine Fototaste drücken. Weiß ich nicht, was es ist. Okay, hier sind jetzt nur noch Ladegeräte und die USB-Station, wobei das tun wir jetzt gleich mal mit rüber, das USB, weil das sind ja nur Kabel. Hier ist nochmal Audio, nee, USB auf Dings. Das tue ich mal in meine Audiokiste. Das kommt hier runter. Gut, haben wir die zweite Kiste, Ladegeräte etc. auch fertig. Die dritte ist schon, ne? Und die Kiste, die ihr hier seht, so ein bisschen im Eck, warte mal, ich gehe mal rüber, Bauch einziehen. Das sind Funkgeräte und alles, was mit WLAN, Routern und allem möglichen Scheiß zu tun hat. Da hat der Falco auch einige Router mitgebracht und WLAN und das wollen wir jetzt am Wochenende. Kommt er mich nochmal besuchen und dann machen wir diese Kiste zusammen. Testen mal die Router durch und etc. Jetzt wird es langsam tief, hier muss ich mich die ganze Zeit bücken, das ist nicht gut für meinen Rücken. Ha, Moment. So, die nächste Kiste. Da haben wir zum Beispiel eine Fernbedienung von einem Vodafone-Ding. Das ist irgendwie so ein Vodafone-Receiver oder so, den hat er Falco mitgebracht. Aber ich weiß gar nicht, wo der rumliegt. Der kommt mit hier, was noch zu anderen Sachen vereint werden muss. Was haben wir hier? Terra Heatmat. Das ist eine Heizmatte? Lol, ich dachte erst, das ist PV. PV-Modus, das sind Heizmatten, 4 Watt, 230 Volt.
Aha. Hey, da können wir doch für unsere Drucker eine Thermosteuerung basteln, dass wir immer die einheitliche Temperatur haben beim Drucken. Also, wenn die noch funktionieren, die können wir auf jeden Fall auf den Testhaufen. Und wenn sie gehen noch, dann habe ich da auf jeden Fall Verwendung. Zum Beispiel hier haben wir jetzt SATA-Kabel, original verpackt. Dann greife ich hier mal in die Ecke und da habe ich die auch. Die könnt ihr bei eBay Kleinanzeigen günstig kriegen. So, was haben wir hier? Laufwerk. DVD-ROM und ein Brennerlaufwerk. Okay. Falls ihr ein Laufwerk braucht, sagt Bescheid. Laufwerke haben wir en masse. Die werde ich, denke mal, alle in eine Kiste packen und als Paket verkaufen. Dann noch ein PC-Lüfter. Da habe ich die entsprechende Kiste, ist da vorne. Den tue ich jetzt hier mit beide Teile hin zum Prüfen. Das räume ich dann einfach mit ein. Was haben wir hier noch? Was? Bliblü? Der Eis? Irgendwie. Hä, was soll denn das heißen? Egal. Wahrscheinlich kaputt. Ein LED-Strahler. 50 Watt LED-Strahler. Ja, da gucken wir auf jeden Fall, ob wir den wieder hinkriegen. Vielleicht ist nur die Vorschaltung kaputt oder so. Die LEDs sehen jetzt erstmal von außen gut aus, weil die einen kleinen Fleck hat. Aber solche LEDs haben wir schon da. Den kriegen wir auf jeden Fall, denke ich, repariert. Ja, wenn keiner haben will oder so, dann nehme ich ihn als Hoflicht oder irgendwas. Hier haben wir einen kleinen Elektroheizer. Der hat 1800 bis 2000 Watt. Oh mein Gott. Ja gut, für so ein kleines Klo oder irgend sowas reicht das ja. Ne? Gut, besser ist natürlich mit Klimaanlage heizen. Da spart er noch den einen oder anderen Euro. Ja, kommt auch auf den Teststapel. Die Kiste Test ist jetzt schon voll. Guck mal, was haben wir hier noch? Bandaten. Megaman. Stinksicherung drin. 14 Watt. Hä, hey, was soll denn das sein? Eine Lampe würde da außen ein. Hä? Hm. Könnte ich mal als Lampenprüfstation machen. Weil ich öfters mal Lampen prüfen muss und so. Ey, das behalte ich. Das klemme ich mir an, bastel mir das an Platz. Da kann ich schnell die Lampe reinnehmen und mal schnell testen. Weil jetzt mache ich immer so, dass ich ja das Gewinde, sag ich mal, von der Lampengröße, habe ich halt hier so ein Stück Kabel rumhängen. Ne? Muss ich die immer schnell testen. Aber da kann ich ja das Ding nehmen. Schön. Tue ich jetzt mal mit auf den Testhaufen, das kommt auf jeden Fall in die Werkstatt. Hier haben wir noch mal SATA-Kabel, das kommt auf die Couch. Da habe ich, wie gesagt, schon Platz. Hier ist irgendein Plastikteil, also Schrott höchstwahrscheinlich. Hier so ein Kontaktstecker für die, meistens ist das für die USV und so. Aber die sind nicht so prickelnd, sage ich mal. Die haben meistens, wenn man nicht viel Strom drüber läuft, dann gehen sie. Aber ich werde den wahrscheinlich nicht nutzen. Hier haben wir noch eine Krokoklemme, eine verrotzte. Die kommt in die Kabelkiste. Ja, hier irgendein... auch noch irgendein Kabel. 4 Quadrat ist das nötige PV-Kabel. Das kann man auf jeden Fall nehmen. Und hier sind, die bringt der Falco immer mit, ist von den Ladefixen, DDR-Ladegeräten, solche Klemmen hier. Und da kommt das Kabel ab, weil das ja, keine Ahnung, 40 Jahre alt ist oder so, das bricht dann meistens und so, kommt auch auf den Kabelhaufen. Aber die schraube ich mir ab. Und wenn dann wieder mal ein Ladefix kommt, ich glaube, hier ist auch noch einer drin, beziehungsweise ich habe schon zwei gemacht, die kann ich euch ja noch mal kurz zeigen. Ja, das öfters mal, dass bei ihm eine Klemme fehlt oder so, und ich habe mir quasi ein kleines Teilelager für Ladefixe gemacht. Und wenn Falco die mitbringt, tue ich die reparieren, wieder herrichten, bla bla bla. Wenn es geht, manche sind auch so zerkratzt, die kommen einfach in Schrott. Aber da baue ich mir trotzdem noch die Teile aus. Ich habe hier hinten zwei Trabos liegen für Ladefixe und naja und so weiter und so fort. Was haben wir denn hier noch? Das habe ich schon gesehen beim Reintragen. Das ist ein 3.0 Frontpanel USB und das heimse ich mir selber ein. Weil ich habe nämlich Frontpanel nur USB 2.0. Das heißt, ich baue meinen PC bald mal wieder um. Das kommt hier ganz weit weg, das ist meine. So, hier haben wir wieder Kabel. Ah, das ist hier Dings. Ne? Wie hieß denn das? Von SCART war das früher, hier Videokabel mit Audio. Ne? Aber so ein paar Meter. Das ist nicht verkehrt. Ist halt wieder das Problem.
Das kommt, ich habe vom Falco auch drei Verstärker noch, die sind jetzt hier hinter mir. Und da kommt das Kabel hin, weil das muss ich dann mit den Verstärkern testen, halt mal hier überall dran wackeln, dass da kein Kurzschluss ist oder Wackelkontakt oder sonstiges. Ich sehe jetzt gerade hier das auch noch von der Lieferung. Das ist irgendwie so Funkmikrofonzeug oder so, das muss ich mir nochmal angucken. Weil ich glaube, da kann man irgendwie Funkmikrosachen betreiben, keine Ahnung. Vielleicht kennt sich da einer aus. Und hier haben wir, oder also sind wesentlich mehr Sachen, als was ihr jetzt hier seht, was hier rumliegt. Oh, guck mal, Mädchen, ein PC noch. Ich kann euch ja nur mal einen kleinen Einblick geben. Oh nein, Jungs, guckt mal, hier wäre noch eine 2 GB Dings gewesen für ein Falco sein Raspberry, was der Astra gemacht hat. Na egal, haben wir noch eine Karte. Ne? So eine Karte ist auch nicht schlecht, so gerade 3D-Drucken und so brauchen wir das immer. So, hier geht es jetzt weiter. Gardena Akkus, das hatte ich euch ja schon gesagt. Dass, ja, ich versuche, die wieder hinzukriegen, ne? Intern zu laden und so. Gut, in dem Fall jetzt, ich weiß nicht, was das ist hier, wo das passt, ob das Bosch kompatibel ist oder BTU. Ich habe halt auch nicht alle Geräte da. Viele habe ich da und dann teste ich die und falls sie wieder gehen, der hat jetzt leider keinen Knopf zum Drücken oder Anzeigen, der auch nicht. Ja, da ein paar Euro kriegt man da auch noch, wenn die noch halbwegs funktionieren. Ne? 5 bis 21 Volt, 36 Volt? Hä? Oder hieß der nur so? Na gut, da muss man gucken, die tun wir jetzt gleich mal hier extra, weil es sind doch ein paar mehr. Und die muss ich halt, wie gesagt, prüfen. Hier ist noch einer von Westfalia. Wie gesagt, bei denen steht irgendwie PowerShare, steht da nur drauf. Hm. Ne? Muss mal gucken. Der sieht aber jetzt zum Beispiel, sieht man jetzt schon, der ist schon ganz schön benutzt. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Da ist höchstwahrscheinlich tot. Aber viele von denen sind einfach nur tief entladen und die gehen dann auch wieder. Und nein, jetzt darf ich nicht hier angreifen. Hier habe ich auch einen extra Platz für Kühlkörper und Lüfter. Dann habe ich Kühlkörper eine Kiste und Lüfter eine Kiste. Hatte ich euch ja gesagt, kommt hier mit auf den Haufen. Und hier haben wir, oh, das sollte also nicht passieren. Hier haben wir wieder einen Akku Lithium vom Laptop. Die tun wir auch zerlegen, beziehungsweise kommt erstmal eine Kiste, wenn wieder jemand welche braucht. Na, hier nochmal Samsung. Und da muss ich mal gucken, bevor ich die zerlege oder so. Ich glaube, der Falco hat mir für einen Laptop noch den Akku mitgeschickt. Nicht, dass es der jetzt ist. So, dann haben wir noch ein altes Samsung-Handy. Da habe ich eine Handy-Ecke. Also wenn ihr eine Gurke braucht, haben wir auch immer da, sag ich mal. So, was ist das? Ach, hä, der Onki-Verstärker. Hä? Den hatten wir doch schon mal, Falco. Denselben, den hatte ich doch schon mal, da ist mir auch abgeraucht. Aber gut, da haben wir hier einen riesen Ringkern. Ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Das fette Ding. Das ist natürlich schon, ich weiß jetzt nicht, wie viel Leistung der hat. 36 Watt nur. Okay. Na egal, der Trafo ist auf jeden Fall gut. Hier ist noch ein kleiner Trafo. Und ja, das Ding wird auf jeden Fall geschlachtet. Und ja, das tue ich jetzt einfach mal hier mit in den Akkus rein. Hier haben wir jetzt noch Handy-Akkus. Die werde ich höchstwahrscheinlich entsorgen mit den Dingern. Das sind ja... Obwohl, ne, das sind Lithium-Ionen. Okay. Ich dachte, das sind Lithium-Polymer. Ne, Lithium-Ionen. Ja gut, aber ne, für die alten Handys und so, das ist jetzt ein Fall... Ja, würde ich hier zu der Kiste mit dazu, das wird entsorgt. Ja, dann noch Urgesteine an Handys. Irgendeine Vodafone-Kartoffel. Ne, was ist denn das? Ach doch. Ja. Achso, da kann es sein, dass die Akkus hier teilweise aus dem Handy sind, ne? Warte mal, Vodafone. Könnte noch da passen oder was? Ne, da passt nicht. 4 Motorola. Na, das nicht. Na egal. Ich meine, gut, so ein Ding. Doch, Motorola, das könnte da sein. Na egal. Den meisten denke ich, so ein Ding wird keiner mehr brauchen. Aber in den alten Handys ist ziemlich viel Gold drin. Also die sind schon noch wertvoll. Wobei das LG hier,
5 Megapixel Kamera. Sieht gar nicht irgendwie so eine Goldversion irgendwie. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Naja, vielleicht ist es auch sogar was wert. Mal gucken. Das kommt auf meinem Handy-Stapel. Weil ich habe einen Kollegen, der kommt ab und zu vorbei, wo durch die Akkus immer dazu. Vielleicht ist er doch noch einer zu gebrauchen. Dem gebe ich immer die Handys mit und ja, da steht sein Hobby, ein bisschen Handys reparieren und so. Und der kümmert sich dann um die Handys, die Falco, sag ich mal, alle anbringt. Genau, hier kommt der Ladefixer. Hier haben wir einen großen Ladefix. Ne, hatte ich euch ja gerade gesagt, das ist gut, da brauche ich nicht immer rennen und euch die zeigen. Die müssen natürlich geprüft werden. Die kommen auch in die Prüfecke. Und hier haben wir nochmal zwei kleine und eine alte Wichssocke. Zwei kleine Ladefixer. Ne, da, wie gesagt, die prüfe ich, aber deine, das sieht noch richtig gut aus. Und wenn die noch gehen, dann werden die wieder benutzt. Was ist das? Fast Charge. Ich glaube, das ist wieder so ein Induktionsding hier, oder? Wireless Charger, jawohl. Okay, ja gut, müssen wir auch testen. Tun wir gleich zu den Ladefixen. Dann haben wir hier noch eine kleine Platine, wo der Kühlkörper schon fehlt. Also denke ich mal, zum Schlachten kommt mit in die Kiste. Hier sind jetzt noch ein paar Kabel, hier ist irgendwas Schönes. Eine kleine Arbeitsklemme, die stecke ich mir da rein. Die kommt an meinen Bastelplatz und hier sind jetzt nur noch Kabel und irgendwelche LED-Paneele. 10 Watt, 24 Volt. Gut, die kommen jetzt in die Ladefixer. Die muss ich überprüfen. Das sind 3 Stück. Die kann man bestimmt auch irgendwas mitmachen. Der Rest sind jetzt noch Kabel und zum Beispiel hier haben wir jetzt ein abgeschnittenes SATA-Kabel, das wird natürlich, ist natürlich Schrott. Wird aber auch geschlachtet, wird Kabelreste. Und hier haben wir noch, das ist PKW-Adapter fürs Autoradio. Aber leider hier auch schon abgeschnitten. Wäre ich, denke ich mal, auch schlachten. Aber das lange blau sah schon. Rot-schwarze Kabel, das nehmen wir, das kann ich bei meinen Bastelprojekten auf jeden Fall verwenden. Wenn du jetzt hier die restlichen Kabel kommt gleich. Zur Kabelkiste. Da kommen wir der Sache schon näher. Noch eine Kiste, Jungs, dann haben wir's. Ich muss jetzt auch mal hinhaken, meinen Rücken. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Ne? Hier haben wir noch so ein kleines Durchgangslicht. Das könnte ich eigentlich schon meine Küche nehmen. Ne? 7 Watt, wenn das noch geht. Kommt zu den Ladefixen zu prüfen. Wenn es noch funktioniert, können wir es ja noch nehmen. Das waren die Dinger hier mit in. Das ist quasi dasselbe mit Akkubetrieb. Muss ich natürlich auch testen. Könnte ich eigentlich die Küche dann machen damit, ne? Weil ich habe immer so die leeren Batterien, die ich kriege, AA-Batterien, die lade ich ja. Und ja, ich habe gar keine Verwendung dafür. Da könnte ich die hier mal ein bisschen wieder verbrauchen. Dann haben wir hier ein Mikrofon, Kabelmikrofon. Für PC, denke ich mal. Ja gut, das müsste ich auch. Aber wieso hat das 2 Stecker? Achso, rechts und links, das ist Stereo-Mikrofon, okay. Gut, das muss auch getestet werden, wenn es kaputt ist oder Kabel, Wackelkontakt hat, dann bringt es ja nichts. So, hier kommen wir schon, was haben wir hier? Microsoft Adapter. 14 Ampere, 12 Volt. Microsoft. Ja, Netzteil, sag ich mal. Aber was ist denn das? Stecker. 6 Pins, 8 Pin. 6 große und 2 kleine. Okay. Gut, erstmal testen, ob es überhaupt noch gehen, aber oder beziehungsweise mal rausfinden. Microsoft, was soll denn das sein? Da ist ja noch eins drin. Ja, muss ich halt mal prüfen, ob da noch was rauskommt, aber wenn die noch gehen. 14 Ampere ist schon ordentlich. Dann haben wir wieder SATA-Kabel. Dann, eine schicke Batterieklemme, die noch richtig schicke aussieht. Die kommt mit so einem Kabelschlachtecke. Das Kabel mache ich mir ab, aber die Dings kann ich ja noch benutzen. Ja gut, hier haben wir wieder PC-Netzteil, wie gesagt, die prüfe ich erstmal. Was haben wir hier? Das ist wieder so ein RAID-Controller oder irgendwas. Das muss ich mir dann hier mal angucken.
ist ja noch so ein Ladegerät. Ach ne, das ist der Stecker oder was? Von dem Microsoft-Ding. Genau. Hier sind die Kabel, die passen zu dem Microsoft-Ding, weil das hat nur zweipolig. Da habe ich sogar schon eh zu schieben. Hier haben wir Telefonkabel. Dann haben wir HDMI auf, keine Ahnung, was das wieder ist. HDMI Mittel oder so. Oder klein. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall eine Kabelkiste für HDMI-Kabel und so. Da können wir das prüfen. Guckt mal, hier geht es doch schon los. Das ist irgendein USB-Stick. Medion. Power 5 Volt. Steht aber keine Gigabyte drauf. Das könnte jetzt schon sein. Ah ne, das war eine Logitech-Maus. Okay, tue ich jetzt einfach mal den Empfänger mit dahin. Und hier haben wir nochmal Medion. Wieder so ein Ding. Okay, das ist ein MP3-Player. 4 GB MP3-Player. Ah, okay. Ja, aber Mini-Ding, putzig. Nein! Der muss natürlich schon geprüft werden, ob er noch geht. Und dann hat er hier Panasonic. Videokamera, Ladegerät. Ach so, für die Akkus von dem Panasonic-Dings. Natürlich, ich glaube, das kriegt man nicht mehr unter die Leute. So was hat doch keiner mehr. Ich würde es fast sogar schon zum Schlacht. Ich tue es in die Schlacht eigentlich. Ich glaube, das benutzt niemanden mehr. Hier haben wir einen kleinen SAT-Receiver, wie es aussieht. Jawohl. Den SAT-Receiver mit HDMI, den tun wir auch in die Testecke, wobei das werde ich auf jeden Fall verschieben. Da gehört dann bestimmt diese Fernbedienung dazu. Das muss ich dann mal zusammenkleben. Nein! Kommt schon das Zeug geflogen. Ja, ihr seht, Falco hat ordentlich Lieferung gebracht. Ich bin hier schön am Aussortieren. Ne? Da kommt natürlich noch Testen, Einräumen, bla bla bla. Hier ist ein USB-Adapter, die brauche ich tatsächlich auch öfters, aber die teste ich mittlerweile auch, bevor die ins Lager kommen. Einfach um da ein bisschen mehr Platz zu haben. USB-Kabel. Dann nochmal wieder Kaltgerätestecker. Den tue ich jetzt auch mal hier mit hin. Und der Rest sind tatsächlich nochmal PC-Netzteile. Einige. Be quiet. Ja, die kommen hier auf das andere PC-Netzteil. Ich habe gesagt, ach die Heimat. Die müssen natürlich getestet werden. Oh, das ist sogar ein richtig großes. Sind normal. Hier ist noch ein Kabel. Ja gut, das war's dann.